Okay, wie sitzt man bequem? Ich kommentiere heute eure Kommentare, weil ich das noch nie gemacht habe und ich dachte mal, es wird an der Zeit, auf ein paar einzugehen. Ich habe mir ein paar dumme und böse Kommentare rausgesucht, vielleicht auch ein paar nette, aber es ist nicht so lustig, auf die netten zu reagieren. Deswegen reagiere ich heute auf die Kommentare, die eigentlich keine Aufmerksamkeit verdient haben, aber ich kann halt einfach nicht anders. Manchmal muss man was dazu sagen. Ich habe schon Erfahrung gemacht, dass wenn man was dagegen sagt, man meistens nur einen Halsmaul zurückbekommt. Aber für die Leute, die schlau genug sind, dient dieses Video jetzt einfach als Unterhaltung, weil mich unterhält das auch. Ich glaube, das wird ein cooles Video. Ja. Mit Frau hat das meiste nichts mehr zu tun. So, lieber Taylor, ich hoffe, ich habe mich heute weiblich genug für dich angezogen. Es ist ein Crop Top, okay? Es ist zwar oversized, aber ab und zu könnte man ein bisschen was von meiner Bauchritze sehen. Genau deswegen trage ich meistens nur sowas, weil ich keinen Bock habe, dass mir solche Männer hinterher gucken können. Bin ich die Einzige, die ihre Klamotten in diesem Video nicht so schön findet? Boah, wenn ich noch einen Kommentar lese, der mit "bin ich die Einzige" anfängt. Wir verstehen's, du wirst niemals die Einzige sein, die diese Meinung vertritt. Es sind immer Menschen, die... Du hast 52 Likes bekommen. Geh mal so auf die Straße und schau, ob dich wer kennt. Wäre bestimmt voll cool. Das wurde mir sehr oft unter das Video geschrieben, wo ich mich gestylt habe wie Billie Eilish. Das Ding ist nur, ich hasse, wenn Leute mich angucken und ich Aufmerksamkeit errege, sagt sie und lädt Videos von sich auf YouTube. Nein, aber also erstmal mag ich es überhaupt nicht, auf der Straße angeguckt zu werden. Und ich mag es nicht, Leute zu verarschen. Also mir wäre das total unangenehm, wenn jemand zu mir laufen würde, weil er denkt, dass da Billie Eilish steht und dann stehen die vor mir und denken sich so, oh, das ist nur irgend so ein random Girl. Ich finde das so unangenehm, also es tut mir wirklich leid, wenn sich das viele gewünscht haben, aber ich kann sowas nicht machen. Bin ich die Einzige, die findet, dass sie gar nicht so aussieht? Nein, bist du nicht. Falls du dir mein Video ganz angeguckt hättest, hättest du sogar mitbekommen, dass ich selbst nicht so finde, dass ich so aussehe, was ich bestimmt 3 oder 4 Mal erwähnt habe. Aber ja, du bist die Einzige. Ich werde mir das 11-minütige Video nicht reinziehen, aber dem Thumbnail zu urteilen, siehst du kein bisschen aus wie Billie. Schönen Tag noch. Punkt. Danke, ich wünsche dir auch einen schönen Tag und... Punkt. Ich finde, du siehst null aus wie sie. I'm sorry. Wisst ihr, es gibt so einen Unterschied zwischen Leuten, die einfach schreiben, ich finde, du siehst überhaupt nicht so aus wie sie, und die Leute, die schreiben, sorry, aber du siehst gar nicht aus wie sie. Hashtag no hate. I'm sorry, aber ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber du siehst nicht so aus, sorry, wenn ich jetzt dein Weltbild zerstöre. Nein, tust du nicht, weil ich es selbst 50 Mal in diesem Video erwähnt habe. Aber tut mir leid, dass ich dich anscheinend mit meinem Video angegriffen habe. Also ich glaube, ihr seid alle komisch. Ich glaube auch, dass ihr alle komisch seid. Eis isst man mit der Gabel. Wo auf diesem Planeten isst du bitte Eis mit einer Gabel? Nein! Czemu niemiecki jest taki okropny? Nee, nee. Wie trägst du weiter 28, wenn du eine schmale Taille hast? Kenne mich mit den Größen nicht wirklich aus, aber das verwirrt mich gerade. Weil ich sogar eine 25 kaufen würde. Kann mir das jemand erklären? Ich kann es dir erklären. Ich trage eine 28, weil ich eine 28 brauche. Ich würde vielleicht noch in eine 27 passen, wenn es... Also das gibt es ja auch nicht immer überall, aber so 27, 28 trage ich meistens. Und... Ja. Habe mir dein Instagram-Feed angeschaut und du bist schon sehr dünn und stellst es als Schönheitsideal dar, auch in deinem Blog hier. Ich fand das beim Durchschauen sehr beunruhigend, wie sehr du deine Figur in Szene setzt und finde das eine Gefahr für deinen jungen Follower. Man sieht deine Rippen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass du die speziell betonen willst. Yes, this is Cat unterstrich. Hast du nicht mitbekommen, ich trage eine 28 in der Weite. Ich habe Zuschauer... Die tragen Hosenweite 25. Wie ist es denn nun mit deinem Sport und Workouts gelaufen? Wir warten alle auf das Update.
Okay, Leute, ich habe vor einigen Wochen ein Pamela Reif Workout gemacht und gesagt, dass ich das jetzt durchziehen werde für ein paar Wochen und dann ein Update gebe, ob ich es irgendwann gut hinkriege. Das Ding ist, ich habe seitdem keinen Workout mehr gemacht. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal was von einem Friseur gehört hast, aber die können das schön. Das ist krass schief. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Einfach mal diesen Stock, der bei dir in deinem ganz tief drin steckt, einfach mal rausholen. Vielleicht sitzt der auch ein bisschen schief. Der muss einfach mal raus. Und ich glaube, dann geht es dir besser. Dann bist du ein bisschen lockerer, nimmst nicht dein ganzes Leben viel zu ernst und verstehst dann auch vielleicht ein bisschen Spaß. Waren die nicht am Anfang schon kurz genug? Nein, für mich nicht. Eine Frage, warum macht man das? Die Länge steht ihr natürlich, aber es ist doch einfach schräg und krumm geworden. Wieso zerstört man sein eigenes Aussehen so? Lieber Yoshi, wie ich gerade schon dem anderen Kommentarschreiber, der ungefähr in dieselbe Richtung ging, gesagt habe, der Stock, der ganz tief in deinem drin steckt, rausziehen, wegwerfen, entspannen, das Leben genießen, nicht alles so ernst nehmen, einfach mal was ausprobieren und kurz auf sein eigenes Aussehen scheißen. Aber vorher musst du, ne? Warum so wie... Warum so wenig Abos? Ich weiß es nicht. Also falls ihr dieses Video seht und noch nicht meinen Kanal abonniert habt, macht das doch einfach mal. Probiert was Neues aus. Also mal ganz ehrlich, Video gefällt mir null, aber du bist echt eine 8 von 10. Warum keine 10 von 10? Girl, du bist untergewichtig. Hör auf mit irgendwelchen Diäten. 59 Daumen hoch. Wann habe ich gesagt, dass ich eine Diät mache? Du siehst einfach aus wie Vanessa Mai und die ist mit dem Sohn von Andrea Berg zusammen und schwupps kommt Vanessa Berg raus. Heißt das, wenn die heiraten, gibt es noch eine bekanntere Vanessa Berg und dann findet man meine Sachen nicht mehr? Okay, Leute. Entwarnung, die ist mit dem Sohn von Andrea Berg verheiratet. Der ist aber Andreas Färber und ist der Stiefsohn. Und anscheinend hat sie sowieso ihren Namen behalten. Also alles gut. Es gibt immer noch nur die einzige wahre Vanessa Berg. Interessant, dass du dir 5 cm letzte Woche abgeschnitten hast. Voll interessant. Schneid sie einfach ab oder lass sie an. Ist das alles Clickbait? Ich raste aus. Schrei mich nicht so an. Wisst ihr, mir ist was aufgefallen. Ich muss das jetzt einfach mal erzählen. Die Leute, die in Großstädten wohnen, kennen das wahrscheinlich. Also wenn man U-Bahn fährt, dann passiert es fast jedes Mal, dass in der U-Bahn eine Person ist, die nicht weiß, wie man sich richtig verhält. Die spricht auf einmal alle Leute an, die brüllt da rum, die ist, hat zu viel Alkohol getrunken, pöbelt einfach rum oder... Keine Ahnung, also irgendwer in der U-Bahn weiß einfach nicht, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Und ich finde, genau sowas gibt es auch im Internet. Leute, die nicht wissen, wie man sich zu verhalten hat. Also was ist das für ein Kommentar? Das war der größte Fehler deines Lebens. Mit langen Haaren warst du 1000-mal schöner. Eine Todsünde. Wenn man so schöne lange Haare nicht zu schätzen weiß, mein Tipp, wieder wachsen lassen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in der Bahn und jemand würde zu euch kommen und sagen, boah, du siehst richtig scheiße aus, weißt du das eigentlich? Also lange Haare würden dir ein bisschen besser stehen. Und dieser Pullover, ne, der ist richtig hässlich. Sowas würde doch niemand machen. Und deswegen frage ich mich jedes Mal, warum Leute glauben, dass es im Internet auf einmal okay ist. Natürlich ist es nicht verboten, es ist nicht illegal, Leute zu beleidigen. Aber du kannst nicht sagen, boah, deine Haare sehen richtig scheiße aus. Ist nur meine Meinung. Ist meine Meinung. So verhält man sich einfach nicht. Ist meine Meinung. No hate. Ey, no hate. Hashtag no hate. Und in letzter Zeit habe ich es einfach immer mehr, dass ich diese Leute, die nicht wissen, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, mit Leuten vergleiche, die nicht wissen, wie man sich im Internet verhält. Das ist für mich einfach eine Ebene. Diese Leute in der U-Bahn, die rumbrüllen und Leute anpöbeln und im Internet Menschen, die
wahllos Kommentare von sich geben, die niemandem was bringen. Und vor allem dann auch solche Kommentare damit zu rechtfertigen. Solche Kommentare damit rechtfertigen. Ihr wisst schon, dass man dann einfach sagt, ja, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du musst damit klarkommen. Nein, muss ich nicht. Eigentlich solltet ihr einfach mal damit klarkommen, dass man sich nicht so verhält, nur weil man anonym ist. Mann, Mädel, du sparst am falschen Ende. Geh zum Friseur und lass dir die Haare schneiden. Christine, du solltest vielleicht ein bisschen an deinen Leerzeichen sparen. Erstens, das ist nicht kurz, das ist schulterlang. Zweitens, warum zum Teufel gehst du nicht als Vorbildfunktion zum Friseur und spendest deine Haare? Das waren locker 30 cm, da wäre jemand sehr glücklich geworden. Drittens, steht dir sehr gut. Also erstens, sorry, dass es schulterlang ist und nicht kurz, aber es ist das Kürzeste, was ich jemals in meinem Leben hatte. Ich kenne halt einfach sonst nur, dass meine Haare mindestens bis unter meine Brüste gingen. Das ist für mich kurz, auch wenn es schulterlang heißt. Das ist bestimmt jemand, der sich angegriffen gefühlt hat, weil er kurze Haare hat, so richtig so ein Männerschnitt oder so. Zweitens, also erstmal wollte ich nicht zum Friseur gehen, weil ich Lust darauf hatte, was auszuprobieren. Und ich konnte ein cooles Video daraus machen, ich konnte viele Leute damit inspirieren und unterhalten. Und das hätte ich alles nicht gehabt, wäre ich zum Friseur gegangen. Ich konnte die Haare leider nicht spenden, weil ich einfach fucking nervös war, mir jetzt 30 cm Haare abzuschneiden. Ich glaube, jedes Mädchen kann nachvollziehen, wie nervös man ist, wenn man Haare abschneidet. Also ich hatte ja schon so einen Zopf, aber da war nicht so viel dran. Wie man im Video gesehen hat, habe ich mir die ja nicht sofort auf diese Kürze geschnitten, sondern vielleicht erstmal hier hin und dann diesen Teil nochmal so einzeln nachgeschnitten. Ich weiß, dass es im Nachhinein echt schade um die Haare war, dass ich hätte die spenden können, aber ich konnte in dem Moment einfach nicht. Ich hab mich in dem Moment einfach nicht getraut, direkt so viel abzuschneiden. Wahrscheinlich werde ich in meinem Leben auch nochmal so lange Haare haben und die abschneiden und dann weiß ich es besser, dass ich spenden kann. Ich glaube aber auch, dass viele Leute sich das Video angeguckt haben, zum Friseur gegangen sind, auch wahrscheinlich so einen Zopf abgeschnitten haben und den wahrscheinlich gespendet haben. Also habe ich auch was dazu beigetragen, dass Haare gespendet werden, okay? Weil ich Leute dazu animiert und inspiriert habe, sich die Haare schneiden zu lassen. Du siehst aus wie Tina Neumann. Du siehst aus wie Vanessa Mai. Ich finde eher, dass sie aussieht wie Lisa und Lena. Finde, du hast noch was von Hannah Meloch. Hannah Melon? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sehe ich eigentlich auch wie irgendwer nicht aus? Die Frage ist, wen interessiert es? Die 218.774 Leute, die auf das Video geklickt haben anscheinend. Komm runter, es sind nur Haare. Ich war gar nicht irgendwo oben drauf, von wo ich hätte runterkommen können sollen, hätten, tun, können. Denn hätte ich das gewesen, hätten, wären, sein, dann hätte ich mir sie nicht abgeschnitten. Denk mal drüber nach. Die heutigen Mädels sind alle nicht mehr normal. Alle haben es einen Haartick, als ob das das Wichtigste wäre. Aber gut. Ich frage mich nur, wie kann man sich so schöne lange Haare abschneiden? Hast du nicht gerade gesagt, dass alle einen Haartick haben? Wie kann das das Wichtigste sein? Ich kämpfe damit, meine ordentlich wachsen. Und so Gören schneiden sich die Haare ab. Warum trug sie die Haare nicht aufgesteckt? Dann hätte sie auch kurz gehabt. Wenn das die größten Sorgen der jungen Mädels sind, dann gute Nacht. Liebe Franziska, ich verstehe deinen Kommentar nicht. Einerseits sagt sie, wie kann Haare das Wichtigste der Welt sein? Andererseits beleidigt sie mich, weil ich meine abgeschnitten habe und sie jahrelang darum kämpft, dass ihre wachsen. Dieser Kommentar wurde einmal kommentiert. Bist du komplett dumm? Wieso will man wie eine andere Person sein? Like nur Aufmerksamkeit, sonst nichts. Du brauchst jetzt nicht so das Offensichtlichste zu schreiben. Jeder, der Videos hochlädt, will doch, dass das Video Aufmerksamkeit bekommt. Kannst du mir verraten, wie die Kontaktlinsen an Ort und Stelle halten, ohne zu verrutschen? Bin ich ein Optiker? Wieso verrutschen Kontaktlinsen nicht? Ey, sorry, aber ich finde halt auch nicht, warum die nicht verrutschen.
Sorry, aber du siehst null aus wie Billie Eilish. Du bist auch nicht mal der Doppelgänger von ihr. Erstens Haarfarbe, zweitens Gesicht, drittens Augengröße, Nasengröße und alles andere. Du fuckst mich leider mega ab mit deinen Augen und Augenbrauen, Junge. Uff. Nimm alles bitte nicht ganz ernst. Bin gerade ein bisschen sauer. Darum sorry. Ich glaube, Billie mag solche Fans wie dich am liebsten. Einfach diese Hyperfans, die sich bei jeder kleinsten Sache angegriffen fühlen, weil man seinen Star auf ein hohes Podest stellen muss. Es tut mir so leid, dass dich meine Augen und Augenbrauen so aufregen. Aber findest du nicht, dass ich eins zu eins genau die gleichen Augen und Augenbrauen habe wie Billie Eilish? Okay, ich glaube, das war's. Ich habe auch echt lange gebraucht, so viele Kommentare rauszusuchen, die gut kommentierbar sind. Also seid ihr entweder echt eine coole Community oder ich bin einfach noch zu klein, um genug Kommentare zu haben, auf die man was sagen kann. Dieses Video ist jetzt übrigens kein Ansporn dafür, mich wahllos zu beleidigen, damit ihr ins nächste Video kommt. Ab jetzt bekommen nur coole und kreative Kommentare meine Aufmerksamkeit. Also gebt euch Mühe. Oder macht mir Komplimente. Die kommen auch immer gut an, habe ich gehört. Und ja, das war's mit diesem Video. Folgt mir auf Instagram. Thank you.